Das 296. Rudolstädter Vogelschießen ist im vollen Gange. Wie die Eröffnung aussah, das sehen Sie jetzt. Aber vorher können wir noch einen Gewinner bekannt geben, nämlich den Uwe Müller, der 2 Freifahrten gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, Uwe. So sieht das aus, wenn Karussells schlafen. Da ist der Herr Katschmann dahinter mit seinem wunderschönen Fahrgeschäft, ne? Der nennt das Mühle übrigens. Muss man natürlich jeden Tag auch wieder alles frisch machen. Läuft, ihr seid zufrieden? Ja, bis jetzt sind wir wieder zufrieden. Klasse, frische Lampen reingedreht, damit heute Nacht wieder alles leuchtet. Genau so sieht's aus. Geil, wenigstens eben geht hier ein Licht auf. Ich finde das gut. Das hat mein Papa auch immer gemacht, wa? Hat mir so über den Kopf gestreichelt, hat gesagt, Paul, das hast du richtig gut gemacht. Ich fand das putzig. Alter, das weckt heimatliche Gefühle, wa? Das riecht wie an der Spree. Die wollten ja erst das Wasser aus der Saale nehmen, aber ich hab gesagt, nee, geh doch mal rüber, hol dir was aus der Toilette. Läuft. Wenn ich da nicht kieke, wa? Hast du hier überall die Tapsen wieder drauf. Tag, Fritz. Alles klar, Fritz. Kenn ich seit 100 Jahren, den Fritz. Das ist schon ewig, ist der hier, wa? Fritz, ich hab jetzt mal gekickt. Also mit der Parkordnung müssen wir aber noch ein bisschen nachkicken, wa? Okay, weil, was gefällt dir nicht? Na, ich finde, die stehen ein bisschen eng zusammen. Weißt du, ihr kennt das auch immer, wenn ich so gefahren bin, nicht zusammenstoßen, nicht kollidieren. Du hast ja die Kollision schon eingebaut. Okay, wir arbeiten noch dran. Wir machen gut. Noch besser. So, Helga, hast du Spaß? Das fängt sich ja erst noch an zu drehen. Müssen wir noch ein bisschen warten. Stunde oder so. Mit stimmungsvollen Brassklängen und einem unterhaltsamen Programm wurde das 296. Rudolstädter Vogelschießen eröffnet. Puppenspieler und Akteure des Theaterspielladen gestalteten das Programm. Liebe Schaustellerinnen, liebe Schausteller, liebe Festwirte, wir freuen uns, dass Sie nach Rudolstadt zum Vogelschießen gekommen sind. Bürgermeister Jörg Reichel und Volksfestchef Frank Grünert begleiteten den Staatssekretär und Ostbeauftragten der Bundesregierung Christian Hirte über den Platz. Im Rollstuhl Festzelt angekommen, stach der Politiker das Festbier an. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir den Herrn Hirte hier begrüßen können bei uns. Sie haben jetzt auch schon geschossen. Wie ist es gelaufen? Ich würde sagen, relativ gut. Als Kind zu DDR-Zeiten habe ich auch geschossen in der Arbeitsgemeinschaft und es hat jetzt relativ gut funktioniert. Ist das erster Besuch im Vogelschießen oder waren Sie schon häufiger mal da? Also beim Vogelschießen war ich noch nie, aber das hat natürlich eine Bekanntheit über die Grenzen der Region hinaus. Gehört habe ich dafür schon viel früher. Wie war jetzt so Ihr erster Eindruck? Sie haben schon die Hälfte des Platzes ungefähr gesehen. Na, es ist ähnlich wie das Oktoberfest. Es ist wirklich ein großartiges Volksfest. Also auch großartig im Sinne von beeindruckend viele Angebote. Und ich denke, für diejenigen, die hierher kommen, gibt es auch für jeden was, wo es sich lohnt, tatsächlich auch vorbeizuschauen. Haben Sie noch irgendwelche Ziele hier auf dem Platz? Irgendein Fahrgeschäft, wo Sie sagen, oh ja, toll, Kettenkarussell, 80 Meter Höhe? Also ich glaube, da war die Idee, noch vorbeizugucken. Aber bei dem Wetter macht es jetzt momentan vielleicht keinen Spaß. Aber ich denke, wenn die Sonne scheint, ist es ganz beeindruckend, in 80 Meter Höhe über Rudolstadt zu kreisen. Also sehen wir uns dann bestimmt hier wieder. Bestimmt. Alles klar, Dankeschön. Sehr gern. Bevor wir uns für heute verabschieden, hat unser lieber Pantomime noch was Kleines vorbereitet. Welcher Begriff wird denn heute gesucht? Oh,
gar nicht mal so einfach. Wenn Sie wissen, welcher Begriff hier gesucht wird, dann schicken Sie das Lösungswort bis 14 Uhr als Kommentar unter unser YouTube- oder Facebook-Video. Und damit sagen wir Tschüss, oder wie du zeigen würdest,